Remagen. Reingelegen zwischen Koblenz und Bonn. Schöne Ecke da übrigens. Das Städtchen ist in erster Linie für etwas bekannt, das es schon lange nicht mehr hat. Seine Brücke. Die wurde nämlich in den letzten Tagen des Zweiten Weltkriegs zerstört. Aber nun schreiben wir das Jahr 2142 und das gute Stück steht wieder. Ja, Moment. Was ist das denn? Das Ding ist ja schon wieder im Eimer. Ey, wer war das? Im Zweifel die EU oder die PAC. Die bekämpfen sich in Northern Strike immer noch. Auf 3 neuen Schlachtfeldern mit 10 neuen Unlocks und 2 neuen Fahrzeugen. Das hier ist eins davon, der Goliath. Der Brocken ist mit MGs und einem Minenwerfer bestückt und repariert sich ständig selbst, wenn man ihm nicht diese blau schimmernden Generatoren zerstört. Als Einzelgänger kann man das aber voll vergessen. Da braucht's dann schon Teamwork. Unser Commander leuchtet mit EMP und Artillerie rein und mit 2 Mechs ist der Goliath dann doch zu knacken. Die PAC hat statt dem Goliath diese wendigen Gleiter. Der Pilot bedient MGs, der Co-Pilot Granaten und Raketen. Unheimlich fix die Dinger, können auf der Stelle wenden, halten aber nicht viel aus. Für schnelle Attacken hinter feindliche Linien sind sie aber ideal. Sie haben es gesehen, mit kleinen Fahrzeugen nehmen die Speeder das natürlich locker auf. Gerade mit dem Granatwerfer hinten drauf. Aber wenn da mal so ein Walker ankommt, dann doch lieber nix wie weg. In erster Linie sind die Speeder nämlich für Infanteriejagd gedacht. 10 neue Unlocks gibt's in Northern Strike. Das hier ist das Infanteriesonar. Das ortet wie ein kleines Dauer-UAV Soldaten in der Umgebung und haftet an Oberflächen. Kann man sich also prima an sein Fahrzeug pappen und Fußvolk jagen gehen. Besonders die Speeder werden damit zu echt gemeinen Jägern. Aber Spaß macht das trotzdem. Als ich zuerst gehört habe, dass das erste Booster-Pack für 2142 Northern Strike heißt, habe ich gedacht, oh mein Gott, nur so Winterkarten, alles grau in grau und so weiter. Aber nein, alles ganz anders gekommen. Die 3 Karten sind wunderschön, machen richtig Spaß, sind gut aufgebaut. Die 2 neuen Fahrzeuge machen Sinn und sind nicht einfach nur alte Fahrzeuge mit einer neuen Außenhaut. Und die Upgrades machen auch einen großen Spaß. Alles in allem ist das also wirklich mal ein Booster-Pack, was man sich tatsächlich kaufen kann.